Wenn ich jetzt keine Kalorien tracke, dann esse ich halt nur noch Rosinenbrötchen und Quarkschnecken. Ja, und davor haben alle Angst, aber es ist ja Ja. totaler Quatsch. Also meine Erfahrung ist, wenn sich jemand auf Dauer ungesund ernährt, der Körper schreit nach Nährstoffen irgendwann. Du wirst mehr Durst haben, du wirst mehr einen Salat wollen, auch wenn du am nächsten Tag morgens das Rosinenbrötchen wieder isst, wirst du am Abend dann wieder was Gesünderes wollen. Es kann mir Ja. keiner erzählen, dass er, wenn er wirklich auf seinen Körper hört, jeden Tag, dreimal am Tag sich ungesund ernährt, sich dabei gut fühlt und ein gutes Gefühl hat und mit so einer Zufriedenheit einschläft. Der Körper schreit immer nach Gesundem. Und wenn du mit deinem Verstand immer wieder das ignorierst und dir einredest, dass der Körper danach verlangt, dann hast du einen Fehler begangen, und zwar den Verstand mit deinem Körper zu verwechseln. Das ist nämlich nicht dein Körper, der nach dem Rosinenbrötchen schreit, sondern das ist hier deine Programmierung, deine aus der Vergangenheit implizierten Erfahrungen mit dem Rosinenbrötchen, die toll waren, sind das, die in dem Moment nach diesem Gefühl wieder verlangen. Es ist nicht das Rosinenbrötchen an sich, weil du kannst auch mit einem Apfel ein schönes Gefühl verbinden. Das Lebensmittel an sich ist erstmal neutral. Es geht darum, was assoziierst du damit überhaupt? Und diese Assoziation mit den Lebensmitteln kommt meistens aus der Vergangenheit. Und das kann man aber aufarbeiten, wenn man mutig genug ist, wieder zurückzugehen und zu gucken, wann das denn angefangen hat.